So, Leute, wir machen weiter mit Let's Play 4-3. Gerade Raucherpause, muss auch mal sein, nach so getaner Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wo ich meine. Ach, da, das sind meine Zigaretten. Da wir hier ein USK-18-Spiel spielen, sollte sich auch keiner beschweren darüber, dass wir hier qualmen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Bei YouTube probieren ja alle ziemlich einen auf jugendlich zu machen in der letzten Zeit. Um halt die Jüngeren anzusprechen. Und mir ist aufgefallen, dass sehr viele große YouTuber sehr, sehr beschämend ihre Zigaretten verstecken, wenn sie rauchen. Das ist im Grundprinzip ja eigentlich eine gute Sache, von wegen Vorbildfunktion und so. Aber ich habe auch von vielen gehört, die dass die das wirklich nur machen, um halt den Kids ein bisschen näher zu sein, weil das Qualm ja uncool ist. Weißt du? Weißt du, die meisten stecken doch sowieso einen Account über 18, also von da aus. Weißt du? Ja, aber das ist jetzt ein USK-18-Spiel, da sollte sich keiner drüber beschweren, dass wir uns jetzt hier eine Zigarette gönnen. Ja, das ist richtig. So, außerdem, ich weiß ja, dass meine Zuschauer entweder vom Alter schon alt genug sind oder vom Kopf her so weit sind, dass ich genau weiß, wie die das unterordnen. Die kennen mich mittlerweile und dann läuft das. Ich fummel ab und zu immer noch hier an meinen Mic-Einstellungen rum, weil es mich immer noch irritiert, wenn das Mic mir anzeigt, dass ich übersteuere. Aber nun gut. Dann steuern wir. Wir werden es dann am Ende des Tages, habe ich dann den Ärger mit der Mische. Gut, machen wir weiter? Auf jeden Fall. Alles klar. Dann los geht's, ab ins zweite Level. You still don't remember, do you? How he locked us away, treated us like rats, like monsters. He tried to keep us from Mother, but he failed. Los hoch! Sie kommen! So, Matze, weiter geht's. In den Slums. In den Slums. Da jetzt zum Geier war nochmal Jin. Jin ist ein Mitglied von der First Account Assault Raccoon. Das war eine Armee, wo auch Pointman dabei war. Und das war ein Mitglied von mir. First Account Raccoon Assoon? Nein, First Encounter Assault Raccoon. Gekürzt 4. Meine genau. Lieben Freunde. Und was heißt 4 auf Englisch? Na, Matze? Was? 4? Ja, 4? Angst. Genau. Schönes Wortspiel. Ja. Manchmal können die Amis ja auch lustig sein, ne? So, Leute, wir befinden uns in der Kanalisation der Slums. Sind jetzt aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wurde jetzt eigentlich genau nochmal erklärt, warum wir überhaupt da waren? Oh, da war wieder einmal. Ich verpasse die Alte aber auch immer wieder, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich meine, komm, guckst du weg. Ich verpasse die immer wieder. Nee, was wolltest du wissen? Warum und weshalb wir überhaupt im Bau waren? Du warst ja eigentlich tot. Wenn ihr die anderen 4 Teile nicht gespielt habt, ja, kommt jetzt ein Spoiler. Spoiler! Ich habe dich getötet. Warum? Weil du böse warst. Deswegen hast du gedacht, du könntest mich einfach so umbringen. Nein, wir waren beide Prototypen, aber Pointman wusste das eine Zeit lang nicht. Und du wurdest natürlich nur hier als Erzfeind bestätigt und natürlich dann getötet. Und nachdem dann alles in meinen Kopf zurückkam, bin ich dann halt von Sinnen getreten. Deswegen war ich auch nur benommen da. Aha. Um es auf den Punkt zu bringen, alle Scheiße. Das ist ungefähr. Deswegen gab es ja auch ein DLC von 4.2 Project Origin, das Reborn. Und da wird in ganz viel Geballer und Getüdel, ganz wenig Story, wird gezeigt, wie Vettel wieder erweckt wird. Oh, Alter, aus den Spinnennetzen hier kannst du aber auch Kleidung geben, Alter. Ja, übel. Kannst du Panzer mit eindecken hier. Alter, aber ich will die Spinne mal sehen, wie das gemacht hat. Unreißbar hier. Unfassbar, was ein Bullshit. Du gehst jetzt nach vorne und nach links. Kommst du hinterher? Nein, du sollst nach links gehen. Nicht die Tür öffnen. Okay. Komm zurück.
Jetzt nach rechts. Das ist rechts. Ja, von deiner Sicht. Das hier ist links. Ja, von meiner Sicht aus war es links, ja. So, jetzt darfst du die Tür öffnen. Okay. Jetzt wird's spannend, wenn ich das darf. Kommando, hier Echo 3-1. Wir haben ihn. Bereiten uns auf Betäubung und Transport vor. Wir kommen aus der nordwestlichen Ecke von... Ist ja sowieso so ultra geil, dass es schaffen, Geist in zu haben. Ja, ist die Uncut-Version, Freunde. Mama? Jetzt kannst du ja nochmal erklären, wer zum Geier nochmal genau Alma ist. Denn ich gehöre immer noch zu den Spielern, die sagen, Alma ist halt ein Mädel, was sehr auf The Grudge getrimmt ist und das war's. Das macht zwar keinen Sinn, warum das Mädel jetzt auf einmal drei volljährige erwachsene Männer als Söhne hat, aber du hast sicher einen Erklärungsgrund dafür. Drei? Zwei. Der dritte ist ja auf dem Weg. Ja... Um das mit einem kleinen, gruseligen Mädchen, was ist gruseliger, als wenn ihr in der Dunkelheit rumläuft und ihr seht ein kleines Mädchen mit einem roten Kleid vor euch stehen, mit schwarzen Haaren, ihr seht das Gesicht nicht und sie macht und schreit einfach nur nach ihrer Mama. Das war so das Feeling, was glaube ich damals so gedacht war mit, oh, das ist creepy, Alter. Alma ist eigentlich, sie war, wer hätte das gedacht, ein kleines Mädchen. Boah, Gott. Sie hatte auch psychotrische Kräfte, wie das genannt worden ist. Und du wirst lachen, sie hat mit 15 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Ja. Ja. Läuft bei ihr. Lief auf jeden Fall schnell, ne? Läuft ich glaube, das war 15, ja, ja. Mit 15 Jahren, du. Die hat nicht gewartet, hat nichts anbrennen lassen, die Gute. Du bist nur der Zweite. Hey, echt? Ist Pointman älter? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass Vettel älter ist, weil er durch sein schmales Knochengesicht ein bisschen, ja, das lässt ihn auf jeden Fall älter wirken. Ja, aber sie wurde künstlich geschwängert, also. Wer macht das? Wer schwängert eine 15-Jährige künstlich? Ich weiß es nicht. Warum tut man das? Das macht keinen Sinn. Vor allem, da der Vater ja auch mit involviert ist. Irgendwie so was. Der Andi, der hat mir das schon dreimal erklärt, die Story von 4. Und da sind wirklich nur noch Bruchstücke hängen geblieben. Ja, da liegt ein Seelenband. Im Auto. Im Auto? Oha. Hm. Der hätte den Führerschein wahrscheinlich nicht kriegen sollen. Ja, der Vater hatte ja die Projekte angesetzt. Ja, und guck mal, ich hab jetzt eine Tochter. Oh, die ist jetzt 15. Hm, was mach ich jetzt? Ich schwängere die mal künstlich und dann gucken wir mal, was passiert. Sie hatte ja schon diese, ich sag immer, eine Begabung und das wollte einfach nur auslutschen, bis zum geht nicht mehr. Also so sehe ich das. Man kann es anders sehen, es gibt halt viele andere. Oh. Wow, wo bist du? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Alter! Du bist auf einmal verschwunden? Ich dachte schon. Oh, ich bin hinter dir auf einmal gespawnt. Okay. Okay, das Seelenblatt im Müll siehst du? Das krieg sogar ich hin. Das Spiel ist so schön, da glänzt sogar der Müll. Oh, jetzt. Komm mal her, meiner! Ja, pass auf, das sind ganz viele. Alter! Oh, die sind aber richtig. Hart mit der Rüstung momentan, ne? Es geht. Ja, da oben. Den hätte ich eigentlich gerne, aber leider muss ich den jetzt gerade töten. Wenn du da reingehst, kann es sogar sein, dass eine Alma-Puppe drin ist. Das ist eine beschissene. Aber ich glaube, die ist woanders, ne? Also, es gibt mehrere Orte, wo sie ja sein kann, das ist sicher. Hui! Pokémon. Ich bin tot. Okay. Bleib da hinter den Reifen. Ich komm hinter die, zu dir. Hinter den Reifen? Ich komm hinter den Reifen. Hinter den Reifen? Ich komm hinter den Reifeisen. Ja, wie gesagt, wir werden die Story jetzt im Verlauf noch später ein bisschen drauf eingehen. Vor allem, da ja auch der größte Kritikpunkt der Fans nicht nur das Action-Gameplay von 4-3 war. Weil 4-3 hatte ja schon immer so Action und Soldaten im Vordergrund. Sondern die Story. Die Story wurde wohl sehr verhunzelt, haben mir viele gesagt. Aber da wir jetzt hier 4-3 natürlich nicht spoilern wollen für euch, ihr sollt ja weiter gucken, ne? Oder ja, genau. Selber mal spielen.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall jeden. Selber werden wir da, später auf jeden Fall noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Nicht wahr, Metzelchen? Auf jeden Fall. Nee, ihr müsst sowas selber spielen, bevor ihr über andere Sachen meckert. Das ist einfach der Punkt. Jeder hat ja halt eine andere Meinung von dem Spiel. Aua. Warum schießt du auf mich? Bin ich gar nicht. Ich hab den eingenommen, der wehrt sich aber. Deswegen zerstöre ich den mal lieber. Der hatte eine bisschen größere, stärkere Willensstärke. Alter. Hatte eine stärkere Willensstärke. Er war ein bisschen stärker als die Stärke. Hatte, ja. Hammerhart und stark, echt. Uiuiui. Hier geht's ab. Er hat gar nichts gemacht, der Kerl. Wo musstest du den jetzt umbringen? Der hat in der Ecke gesessen, auf mich geschossen wie ein Camper. Ja, der hatte stärkere Willensstärke. Mhm. Oh, da oben, den will ich haben. Oh, ich sterbe gleich. Nee, ich lebe. Nee, hier ist leider keine Eimerpuppe drin. Ich hab mir eine Granate ins Haus geschmissen. Ist leider keine Eimerpuppe drin, Digga. Oh, okay. Ah, du hast hier aber auch null Deckung hier oben. Ja, ich glaub, ich hier. Ich wollte gerade. Das ist jetzt nicht da. Wie soll ich denn da hochkommen? Da hinten ist noch, krieg da runter. Genau, wo ist da, noch? Da vorne, dreh dich rum. Wo denn? Da kannst du runterfallen. Wo denn? Rechts, jetzt nach rechts. Da ist eine Tür. Nach rechts, zum Balkon und nicht ins Haus. Wo ist denn hier ein Loch, Alter? Du hast noch einen Kopf. Jetzt, da ist doch eins, oder? Ich bin... Nein, Mann! Ja, dann stirbst du jetzt da oben, tschüss. Oh. Okay, also nicht mehr hoch. Boah, der Bildschirm flackert voll. Wenn einer stirbt, ist für beide Sense, ne? Ganz genau, ja. Das Problem ist, die Puppen spawnen jetzt anders. Das Problem ist, er spielt mit Wurschis. Ja. Dem alten Holzfäller, was? Mit dem alten Holzfäller? Ich wurde ja schon 4 genannt, aber Holzfäller ist neu. Mit dem alten Holzfäller. Wozu mit Spitzfindigkeit aufhalten? Drücke R2, um Türen zu öffnen. Oder? Was stand da? Ich glaube, da ja, nicht Türen öffnen steht. Türen öffnen, steht. Bus. Kann ich nicht. Bus. Alter, du hast mich gemessert, du Arsch. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, Mann. Liegt doch nicht. Ich sehe ihn nur quer durchs Bild huschen. Und du schon. Oh, Pokéball. Was war das denn? Granate. Alter, du Wichser. Ich war das nicht. Nein. Wieso bin ich echt das? Natürlich nicht, dann will das am Ende nicht gewesen sein, der Penner. Korrekter! Ja. Ich bin der mit der Waffe. Digga, ich hab Kamehameha-Hände, die überhitzen können. Kamehameha-Hände, die überhitzen können. Man kann ich halt nicht dauerhaduken. Man kann ich den nicht übernehmen? Ach, weil mein Ding jetzt nicht vor. Ey, du Wichser! Ich wollte da hoch! Den übernimmst du mir nicht. Warum nicht? Weil du wieder stirbst. Vielleicht feiern die Alba. Boah, diese ekelhafte Lache von ihm hier. Vielleicht feiern die Alba-Puppe da oben. Da ist doch gar keine drin. Komm. Ach, die spawnen jetzt anders, das stimmt ja. So, nehme ich mal mit für einen Zehner. No. Der Witz ist ja auch, es ist ja nicht nur die Anfangskatzin nur im Englischen gehalten, habe ich gerade gesehen, sondern auch die alle gerenderten Zwischenkatzins sind alle in Englisch, oder was? Ja, ich glaube, das soll so Atmo rüberbringen, irgendwie. So ein Bullshit, Alter. Wenn ich es auf Englisch spielen will, spiele ich es auf Englisch. Und wenn ich es auf Deutsch spielen will, will ich ja auch alles auf Deutsch haben. Ja, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Was ist das denn? So ein Telefon? Ich kann mir da nur vorstellen, dass... Das ist so ein Back to the Future. Ich wollte gerade sagen. Zukunftstelefon, Alter. Ja, schön. Ich ja. bin Carl Sagan, was? Ja, genau. Hallo, hier spricht Carl Sagan. Oh, wunderbar. Irgendwann müssen wir dann auch mal zusammen zocken. Telltale Games, Back to the Future. Wunderbares Spiel. Muss für jeden Kinofan der 80er Jahre dieses Game, Leute. So, ich geh mal hier oben lang, ne? Wir trennen uns mal. Haltet ihr eine gute Idee? Auf Balkon sind ganz, ganz viele. Ist doch kein. Du bist gerade bei mir gespawnt. Du bist bei mir gespawnt. Du bist bei mir gespawnt. Ich habe eines Schnipper. Ich habe Videomaterial. Oh Gott.